Kommando ist hier bereits einmal im Gange. Noch eine Minute bis zum Start. Die Pferde in der 2300 Meter Marke Aufstellung, also vor den Tribünen. Wir halten Ihnen auf alle Fälle die Daumen. Alex Göbel und ich drücken ganz fest für Sie. Möge Ihr Pferd gewinnen. Sollten Sie noch nicht getippt haben, rufen Sie an. Ein, zwei Minuten haben Sie vielleicht noch Zeit. Jetzt exakt 30 Sekunden, falls es keine Startverzögerung gibt. Und dann ist das Traber-Roulette-Rennen 1991 im Gange. 13 Pferde laufen für Sie. Die schnellsten Traber Österreichs sind hier auf der Piste und nehmen derzeit Aufstellung hinter dem Startauto. Die Distanz dieses Rennens 1740 Meter. Es geht um 80.000 Schilling Preisgeld. Sie zu Hause können zumindest 1500, maximal 54.000 Schilling gewinnen. Start frei, die Pferde sind in Rennen, fahren hinter dem Auto an und in wenigen Sekunden geht es los. Dann werden auch unsere Telefone stillgelegt. Dann können Sie bitte nicht mehr anrufen. Jetzt werden noch die letzten Stimmen sortiert. Und wie gesagt, Daumen halten zu Hause und auch wir halten die Daumen für Ihren persönlichen Tipp. Hoffentlich sind Sie mit Ihrem Tipp vorne dabei. Auf dem Wettmarkt klar favorisiert natürlich die Startnummer 4 aus Am Ashley mit Dieter Marz. Dieter Marz, der zuletzt 14 Tage im Welser Krankenhaus liegen musste wegen einer Blutvergiftung und wegen einer Verletzung. Aber er hat gestern gezeigt, dass er wieder toll in Form ist und hat schon gestern zwei Rennen in eindrucksvoller Manier gewonnen. Noch etwa 30 Meter bis zum Start und in diesem Augenblick ist das Roulette-Rennen 1991 gestartet. Ab jetzt bitte nicht mehr anrufen. Und die Startnummer 4 schickt sich bereits an, hier die Führung zu übernehmen. Und im Sog des Favoriten ausgezeichnet gestartet Dale Quy mit der Nummer 3 an der zweiten Stelle. Daneben hat sich Fritz Fischer mit Mascot Danica die Startnummer 6 zurechtgelegt. Außen bereits ein Angriff von Startnummer 10 von Fakirs Mabo. Vorne allerdings die Startnummer in Osam Ashley gefahren von Dieter Marz und es geht zum ersten Mal vor die Tribünen. Vorne also die Nummer 4 Osam Ashley mit Dieter Marz. An der Innenkante wird Erich Kubes mit seinem österreichisch gezogenen Dale Quy gesteuert. Daneben Adi Übleis mit Fakirs Mabo. Dahinter Mascot Danica. An der fünften Stelle Lee St. John. Daneben sehe ich auch Rocky Wynn bereits. Da ist aber sehr eng und am Ende des Feldes Like a Shot, der sich mit einem Fehler bereits um alle Chancen gebracht hat. Ganz hinten vielleicht für die Zuschauer, die nicht auf die Favoriten gesetzt haben, die Pferde Laureate, Hannover, Titango, May und auch das zweite Pferd des Stalles Gasselseder, nämlich Martel Guy. Es geht zum letzten Mal auf die Stallgerade. Vorne ist Osam Ashley. Das Tempo ist aufgrund der klebrigen Tiefenbahn nicht allzu hoch. Aber vorne schickt sich auch niemand an, die Favoritin mit der Nummer 4 Osam Ashley anzugreifen. Also alle, die auf die 4 gesetzt haben, sind derzeit mit sehr guten Aussichten unterwegs. Da hinten sehe ich jetzt, dass Adi Übleis sich an die zweite Stelle vorgearbeitet hat und im Sog von Adi Übleis ist auch Mascot Danica mit Fritz Fischer, also die Nummer 6, mitgezogen. Es scheint ein Dreikampf um den Sieg zu werden, aber vorne dürfte jetzt die Nummer 4, dürfte Osam Ashley doch die besseren Karten für sich haben, setzt sich auf der Einlaufgeraden doch ein wenig komfortabel von den Gegnern ab und es wird ein Favoritensieg 1991 werden. Osam Ashley, der amerikanisch gezogene Stute aus dem Stall Varga, gewinnt hier überlegen. Ja, mit einem deutlichen Vorsprung von 12, 13 Längern vor Pferd Nummer 11 vor Rocky Wynn und dritter wird mit Start Nummer 6 der Hengst Mascot Danica gefahren von Fritz Fischer. Da ein Blick auf das Siegergespann. Auf Osam Ashley mit Champion Dieter Marz. Die Favoritin ist also ihrer hochgehaltenen Rolle gerecht geworden, hat sich hier deutlich in der Zielgeraden abgesetzt, bleibt in Österreich weiter ungeschlagen, feiert den 12. Sieg in diesem Jahr, ein Ausnahmepferd.